Hallo, viele Grüße aus der Buchhandlung Braunbart. Mein Name ist Bernd Braunbart. Ich habe einen spannenden, sehr aktuellen Roman mitgebracht, Maya Lunde, als die Welt stehen blieb. Erschienen bei BTB, 232 Seiten, 16 Euro. Maya Lunde wurde 1975 in Oslo geboren, wo sie auch heute noch zusammen mit ihrer Familie lebt. Sie begann ein Studium der Literatur und Psychologie und nahm danach eine Lehre der Medien- und Kommunikationswissenschaft auf. Nach dem Studium arbeitete Maya Lunde für Kultur- und Filmfestivals und für Kinos und Filmmuseen in Norwegen. Schon in dieser Zeit schrieb sie Drehbücher für das norwegische Fernsehen. Seit 2009 ist sie hauptberuflich als Drehbuchautorin tätig. 2012 veröffentlichte sie ihr erstes Jugendbuch. Ihr erster Roman für Erwachsene erschien unter dem Titel »Die Geschichte der Bienen« im Jahr 2012. In diesem verbindet sie die Umweltprobleme am Beispiel des Bienensterbens mit persönlichen Schicksalen. Dieser Roman sorgte auch international für Furore und stand monatelang auf der Bestsellerliste. Schon mit der Veröffentlichung des ersten Romans gab Lund bekannt, dass insgesamt 4 Bücher zum Thema Umwelt als sogenanntes Klimaquartett veröffentlichen möchte. Die weiteren Bücher dieser Reihe heißen »Die Geschichte des Wassers« und »Die Letzten ihrer Art«. Das neueste Buch der Autorin ist unter dem Titel »Als die Welt stehen blieb« erschienen. Maya Lunde führt uns zurück in den März des vergangenen Jahres, in den Beginn der Pandemie, als die Welt für einen Moment stehen blieb. Es waren Tage, die uns erschüttert haben und noch heute erschüttern. Der Glaube in unsere Unverzichtbarkeit hat tiefe Risse bekommen. Dieses Buch ist ein persönliches Tagebuch der Autorin, in dem sie beschreibt, wie sie und ihre Familie die Tage zwischen dem 11. und 29. März 2020 erlebt haben. Das eigentlich geplante Buch kann sie nicht schreiben, da ihre Gedanken zu sehr um Covid-19 und die Pandemie kreisen. Das erdachte Thema der Dystopie wurde auf erschreckende Weise von der Realität überholt. Sie schreibt von 5 Personen, ihren Ängsten, ihren Streitigkeiten, von Homeschooling, von Homeoffice und der Tatsache, zusammen in einem Haus zu leben, ohne Abwechslung, ohne Treffen mit anderen und ohne die Dinge, die man immer so gemacht hat. Das Haus der Familie ist wie eine Insel, das Internet die einzige Möglichkeit, mit der Welt in Verbindung zu bleiben. Alles, was normal war, wird schwierig. Sei es der Geburtstag der Mutter, die zur Risikogruppe gehört, oder die nicht vorhandenen Strukturen beim Homeschooling. Maya Lund beschreibt in einem leichten, unterhaltsamen und unverschnörkelten Schreibstil eine Situation, die wir alle erlebt haben, in der uns noch immer befinden und die uns sehr präsent ist. Der Leser erfährt viel über die Angst vor der Ansteckung, Angst um die Familie und vor der Zukunft, alltägliche Probleme, aber auch über den Zusammenhalt in der Familie und mit Freunden, Nachbarn und Bekannten und lässt uns in einer optimistischen und hoffnungsvollen Stimmung zurück. Authentisch, gefühlvoll und emotional. Vielen Dank. Nicht vergessen, wir versenden alles portofrei. Einfach anrufen unter 07251 38 48 00 oder eine E-Mail an info@braunbart.de oder einfach klicken in unserem Online-Shop braunbart.de. Danke, bis zum nächsten Mal.